Ja, mit dem Bottling on Demand wollten wir mal diese Individualisierung des Produkts, diese Losgröße 1 aus dem Thema Industrie 4.0 für den Kunden greifbar machen. Wir haben also versucht, in der Flaschenproduktion, in der Getränkeabfüllung irgendwo die Losgrößen zu verkleinern, die Batch Sizes zu verkleinern, zu reduzieren. Und so ist diese Konzeptstudie, dieses Concept Car Bottling on Demand entstanden. Mit Bottling on Demand schaffen wir die Verbindung zwischen der Digitalisierung, zwischen dem Bestellsystem oben drüber und der direkten Produktion der Losgröße 1. Losgröße 1 bedingt, dass ich irgendwo ein schnelles Auftragssystem als Overhead habe. Ich brauche die direkte Kombination zwischen dem, wo die Aufträge ankommen und dem, wo die Aufträge abgearbeitet werden. Und das ist für uns der Grund gewesen, warum Bottling on Demand bei dem Thema Digitalisierung am besten platziert wird. In diesem Fall mit der Konzeptstudie, mit der langsamen Leistung, haben wir keinen konkreten Anwendungsfall, allerdings ist die Skalierung wichtig. Wir wollen hier dem Kunden zeigen, welche Möglichkeiten die Losgröße 1 in der Produktion bietet. Und die Anwendungsfälle, die konkreten Anwendungsfälle für den Kunden, sind unter anderem eine stoßfreie Umstellung von Produkt A auf Produkt B. Das könnten auch durchaus sein, Mischpaletten oder Mischkästen, Mischgebinde wären möglich. Genau dort sehen wir in der Flexibilisierung, in der schnelleren Leistung, in der schnelleren Zeit, in der kürzeren Zeit, zwischen Bestellung und Lieferung beim Kunden die größten Anwendungsfälle. Ja, ich denke, dass in der Zukunft die Produktion der Zukunft sehr, sehr kleinere Losgrößen bieten wird, sehr, sehr kleinere Batch-Sizes bieten wird. Die Flexibilisierung des Endprodukts wird steigen. Dadurch werden flexiblere Anlagen immer mehr angefragt. Unsere Aufgabe bei der Krones wird es nun sein, aus der Konzeptstudie eine Hochskalierung zu starten und die Technologiestudien, die dort verwendet worden sind, in normalen Anlagen mit normaler Massenproduktionsleistung einzubauen.